Buch hat Zeitsprung hier mit Jurassic Nerdy. Irgendwie bin ich, glaube ich, entfernt verwandt mit dem Jurassic Jens. Und ich arbeite für das bekannte Bio-Unternehmen realsaktiere.de. Und man kennt mich vielleicht von diversen Filmen mit Jurassic im Vornamen. Und in den Filmen bin ich eigentlich immer auf der Suche nach Dinosaurier-Eiern, nach Dinosaurier-DNA, nach Dinosaurier-Embryonen, also auch im Embryonen-Google. Sehr erfolgreich oder weniger erfolgreich gewesen. Deshalb bin ich jetzt hier für eine Folge Perlsack-Tour an den Teich der 1000 Frösche gerufen worden. Und soll hier ein bisschen, man kennt das ja, Dinosaurier werden ganz gerne mit Frosch-DNA vermengt. Soll hier ein bisschen für Frosch-DNA sorgen? Habe hier auch meine Aufträge mitgebracht. Tyrannosaurus Rex-DNA soll vermischt werden, soll verbessert werden. Man kennt ihn ja, der hat ja nur so kleine Krallen. Und och, nach dem mühseligen Anstieg hier ins Gehege rein, habe ich doch auch hier direkt ein Dino-Bag gefunden. Da wartet bestimmt noch eine kleine Stärkung auf mich. Das war ganz nett vom Unternehmen. Oder auch der erste Frosch. Das ist doch ganz natürlich ein schneller Leopardenfrosch. Das erkennt man doch. Und den kann man natürlich optimieren, denn Leopardenfrösche kann man hier auch als Krallenfrösche. Ganz viele Krallen wurden hier auch eingesammelt. Viele Krallen, mit denen man tatsächlich aus dem Frosch vielleicht wieder einen Raubsaurier züchten kann. Ansonsten sehen wir hier auch feine Streifen, kleines Feinripp-Unterhemd am Bauch. Quasi also ein Pinguin-Anzug, das auch ein bisschen besser durch den Teich springen kann. Er ist der Rex, er ist der König unter den Fröschen, er ist der Größte. Und ich habe gehört, wenn man den nochmal so einen feuchten Schnatzer gibt, dann kann der sich auch in Prinzen verwandeln. Naja, oder auch nicht. Ich krall mir hier einfach mal ein. So, wir gehen einfach mal weiter. Oh, das hatte ich ja fast schon vom Gebälk. Und er teilt ja vorne Fröschen, wie viele gefahren. Ja, und unseren Krallenfrosch habe ich ja schon geholt. Jetzt sehen wir hier unseren nächsten Saurier, mein Endgegner. Dilophosaurus, den habe ich auch schon mit Halskrause gesehen und mit Giftspuckfunktion. Kennt man den giftgrünen Eiern? Oh, Frösche sind ja Amphibien, also Tiere, die halb im Wasser leben müssen und halb an Land. Das heißt, ich habe mich ganz gut fortgebildet auch in meiner IT. Oh, wenn man solche Farben sieht. Da scheint ein Giftfrosch zu sein. Da legen wir die Krallen nochmal zur Seite. Immer ausgerüstet hier. Keine Kosten und Mühe gescheut hier mit so einem kleinen Kescherchen. Könnte ich mir das Ganze mal einfangen? Und meine Schenkel gehören mir. Auch dieser Frosch ist wieder sehr besitzergreifend. Geht anscheinend zum gleichen Unterwäscheschneider. Die feinen giftigen Adern, die sorgen doch dafür, dass wir hier einen guten alten Eigiftfrosch vielleicht gefunden haben. Auch ein schönes Exemplar. Und wo ein Eigiftfrosch ist, manchmal ist das Rudel noch in der Nähe. Ich hoffe, dass es nicht ähnlich wie der Dilophosaurus auch so eine Scheinausdruckfunktion hat. Was? Es brennt! Wir müssen weiter hier. Schnell vorbei, denn da sehe ich schon das nächste. Wo ein von diesen Tieren ist, kann der nächste kommen. Da kommt noch mal mehr von dem Frosch in einem Laich. Ich muss aber noch Raptoren-DNA finden und bin auf der Suche nach dem legendären Raubfrosch zum Abschluss. Das war noch mal der T-Rex. Der Schleim hat mir ein bisschen die Sinne benebelt. Man kennt den Raptoren, der hat mich hier schon diverse Male auch durch die Uhrzeit verfolgt. Raubfrösche sind besonders gut getarnt. Hier im Teich zu sehen. Oh, das kann man auch immer ganz gut gebrauchen für meinen DNA-Schmuggel. Der Rasierschaum ist mir auch ausgegangen. Man sieht es ja auch ein bisschen. Der Bart ist gewachsen. Doch, ein bisschen Erfrischung. Lockt die Frösche vielleicht an. Und die Note auch. Die Kinder schreien und freuen sich ja schon im Hintergrund, aber die sind natürlich nicht so wie ich auf der Suche nach dem legendären Raubfrosch. Und da ist er auch schon. Der legendäre Raubfrosch natürlich besonders gut getarnt. Mit schwarzen Flecken. Oh, ja, der ist gefährlich. Und einer grünen Bauchunterseite. Und ja, auch da ist es so, wo ein Frosch in der Nähe ist, kommen die anderen vielleicht nochmal raus. Ich glaube, ich war ganz erfolgreich. Und wenn ich jetzt nicht noch von einem Dinosaurier gefressen werde hier am Ende, dann habe ich meinen Job erfolgreich erfüllt. Kaisertour zum Raubfrosch mit Jurassic Nerdy. Und doch, ich gehe jetzt mal hier wieder raus. Hoffe, dass kein Dinosaurier mich mehr findet. Und sage schon, ah, was ist das?